Also bewerten würde ich selber gar nicht nennen. Wir besprechen Spiele. Also wir geben keine klassische Spielewertung ab so im Stile von 8 von 10 Punkten oder 120% oder so. Wir betrachten Spiele in der Gesamtheit und gucken halt erstmal, was hat uns daran gefallen. Und mal kann das ein Charakter sein, der irgendwie besonders toll ausgearbeitet ist, wie zum Beispiel bei The Witcher oder so, oder eine faszinierende Welt oder eben auch eine interessante Mechanik, die irgendwas macht, was Spiele vorher noch nicht gemacht haben. Und wir sagen dann immer, dieses Spiel hat uns abgeholt oder dieses Spiel hat uns irgendwie gepackt. Und deswegen mag ich das gar nicht so zu sagen, man bewertet Spiele nach Kriterien, so wie das die Spielezeitschriften früher gemacht haben, nach Grafik, Sound, Mechanik. Kann man natürlich machen, wenn man eine reine Kaufberatung gibt, so sehen wir uns aber nicht. Also wir wollen einfach vermitteln, was hat uns persönlich subjektiv an diesem Spiel begeistert. Und das kann mal ein ganz kleiner Teil sein und es kann aber auch einfach als Gesamtpaket irgendwie gut funktionieren. Ich glaube, das ist immer mehr geworden, was Emotionen angeht. Also natürlich gab es schon immer Geschichten in Spielen, bei denen auch mal ein wichtiger Charakter stirbt oder sowas. Ja? Aber ich glaube, wenn man so sagt, welche Filme haben mich zu Tränen gerührt oder welches Buch hat mich berührt, wenn man das Spieler oder Spielerinnen fragt, da muss man lange überlegen, hat es mal ein Spiel geschafft, mich emotional so zu berühren, dass ich irgendwie wirklich tief berührt war. Die meisten Spiele machen halt einfach Spaß. Das hat sich über die Jahre, glaube ich, so entwickelt. Und jetzt aber haben wir in den letzten paar Jahren auch verstärkt eben so Spiele erlebt wie The Walking Dead zum Beispiel von den Telltale oder jetzt Life is Strange, die ja auch hier sind, die es geschafft haben, auch mal leise Töne anzusprechen. Oder Gone Home zum Beispiel, wo über eine junge Liebesbeziehung einfach gesprochen wird, indirekt. Und da hatte ich wirklich auch so das Gefühl, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Da hatte ich Momente, wo ich einfach mal innegehalten habe und gedacht habe, jetzt, das lasse ich einfach mal so wirken und sacken. Und da geht es nicht um einen Highscore, da geht es nicht um irgendwelche Gegner erledigen, sondern da geht es um die leisen Töne. Gun to the Rapture ist gerade auch ein wunderschönes Beispiel. Also Spielkultur ist für mich alles im Grunde. Also genauso im Call of Duty gehört für mich genauso dazu. Das ist auch ein Teil unserer Spielkultur. Und natürlich die ganzen Klassiker. Und Spielkultur bedeutet für mich einfach die ganze Reihe an Spielen, die unsere Historie, die diesen Katalog quasi bilden und die einzelnen Bestandteile daraus. Und gerade durch die, ja ich sage jetzt mal, durch die Öffnung des Indie-Marktes, dass man sich einfach Software aus dem Internet frei erhältlich runterladen kann und damit sofort anfangen kann, Spiele zu bauen und Spiele zu programmieren, Spiele zu designen. Es gibt wahnsinnig viele Werkzeuge, sodass Menschen auch einen Zugang dazu finden, die früher davon ausgeschlossen waren, weil es einfach verdammt schwierig war, Spiele zu programmieren. Und es war immer ein sehr intensives Berufsfeld. Und dadurch hat sich die Spielkultur auch wahnsinnig geöffnet. Sieht man ja auch hier wunderschön im zweiten Stock bei der Ausstellung. Da sind auch mal ganz kleine Ideen dabei. Da sind Ideen dabei, wo man auf den ersten Moment denkt, ja, faszinierend. Also der Line Wobbler zum Beispiel finde ich ein wahnsinniges Beispiel. Der braucht nicht mal einen Computer zum Spielen. Ja? Das ist einfach nur eine Lichterkette. Und man versteht aber trotzdem, wenn man die Spielkultur über die Jahre verfolgt hat, versteht man anhand von ein paar blinkenden Punkten sofort, was gemeint ist und was von einem erwartet wird. Und das finde ich nach wie vor immer wieder faszinierend.